ist euer Avoram zurück in Cyberpunk 2077 und ich befinde mich dieses Mal in einer coolen Mission. Und zwar geht es hierbei um eine der besten Handfeuerwaffen, die ich kenne. Das ist Skippy. Nicht nur, dass die Story zu dieser Handfeuerwaffe echt genial ist und mich so ein bisschen an Fallout erinnert. Ich habe gehört, sie wurde wohl auch genervt, aber weiteres werdet ihr gleich dazu von mir noch zu hören bekommen. Im Patch 1.52 hat sich noch ein bisschen was mit der Fahrphysik getan, das hat mir so ganz gut gefallen. Dann steige ich nochmal kurz ein. So, einmal kurz gefahren, weil es cool ist. Nein, war nur ein Spaß. Also, auf jeden Fall, ihr seht schon, hier hat sich viel getan. Auch das Ruckeln bei mir hat aufgehört. Die haben wirklich viel dran gearbeitet. Es ist wirklich sehr gut geworden. Ich erinnere an vorherige Videos, da gab es immer noch Probleme mit Zwischensequenzen. Ich hatte mit der Waffe Skippy auch mal meine Probleme gehabt, ein Anzeigeproblem. Das ist das Coolste, was es da nämlich eigentlich gibt, nämlich diese Bullet, diese Kugel, war überhaupt nicht sichtbar. Man hat nur die Stimme gehabt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier alle Bugs beseitigt sind und ich für euch noch einmal diese Mission spielen könnt. Jetzt müsst ihr natürlich nicht nur wissen, wie das Ganze aussieht, ihr müsst natürlich auch mit Sicherheit wissen, wo diese Waffe überhaupt zu finden ist. Es ist eine Nebenmission, ich habe sie hier mal markiert. Sie beginnt in einer Seitengasse und dafür ziehe ich das Ganze noch mal ein bisschen raus und wir sehen, wir befinden uns jetzt hier in Haywood the Glen und wenn man dann noch ein bisschen reinzoomt, dann sieht man, dass das hier ein Bereich Vista Del Rey ist. So, also nochmal für euch ganz raus. Wir sind hier. Das ist die Nebenmission. Ich habe dafür auch extra einen alten Speicherstand genommen, weil Tränen in den Augen. Ich leider auch einen Festplattencrash hatte, wie das meistens so ist. Und leider ist meine erste Aufnahme von dieser Mission leider verloren gegangen. So, aber unabhängig davon, jetzt geht's los. Ich glaube, ich gehe sogar von der falschen Seite rein, aber das ist nicht so schlimm. Dann starten wir das Ganze. So, und ihr seht schon, hier liegt eine Leiche und da ist sie, Skippy. Und das Coole war an dem guten Stück, dass sie sich damals immer eurem Level angepasst hat. Das war so geil, ihr brauchtet die Level, diese Kanone nicht hochziehen. Das ist jetzt leider anders. Ihr bekommt die auf einem recht niedrigen Level und müsst die dann hochpimpen. So, wir starten. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. Skippy? Echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem. Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Egal. Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache, Diebstahl. Besitzer, unbekannt. Lösungsvorschläge, keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam. Was soll das werden?
eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Na gut, was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen. Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. So, und jetzt, ihr seht schon, hier ist der Bug. Hier wird die Patrone nicht angezeigt. Ich werde versuchen, das für euch gleich noch einmal nachzustellen. Ich hoffe, ich kriege diesen Bug weg. Und jetzt hier müsst ihr euch entscheiden, was ihr haben wollt. Eiskalter Killer oder Kätzchenliebhaber. So, und jetzt kommt wirklich, das ist eine wichtige Entscheidung. Es klingt so geil. Ey, eiskalter Killer, ich mache nur noch Headshots. Ja, aber nur für 50 Kills. Danach wird die Waffe umgestellt. So, und das, da habe ich dann leider damals das nicht gewusst, habe dann wild Kills mitgemacht, weil die Waffe ist einfach ein fucking Genius. Und ja, dann ist Folgendes passiert, dann konnte ich nur noch Beinschüsse machen. Also mein Tipp, wenn ihr diese Waffe wirklich langfristig und dauerhaft im Spiel nutzen wollt, dann macht bitte 50 Beinschüsse, also geht bitte auf Kätzchenliebhaber. Und dann, wenn ihr die 50 Personen, die 50 Typen sozusagen mit Beinschüssen erledigt habt, dann bekommt ihr die unfucking unglaubliche Waffe. Schätze, ich nehme kätzchenliebender Pazifist. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Ugh. Modus eingestellt, kätzchenliebender Pazifist. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. So. Jetzt kommt das Beste. Habt ihr die Stimme erkannt? Das ist die von SpongeBob und I love it. So, okay, also jetzt ist die Waffe sozusagen eingestellt. Ihr habt jetzt die Knarre und ja, das war's. Viel Spaß mit Skippy. Und hier nochmal, ihr seht, die sterben trotzdem. Dummerweise habe ich gerade Zivilisten erschossen. Das sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht machen. Ladung vorzeitig abgefeuert. Und ihr seht, wie unglaublich diese Waffe ist. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Inventar, um euch das auch noch mal zeigen zu können. So, Inventar. Da ist Skippy. Hat schon echt einen mächtigen Bums. Und die kann auch noch modifiziert werden. Und wie gesagt, sie ist nicht auf Höchstlevel, sondern die wurde sonst immer automatisch mitgezogen. Das ist mit dem Patch 1.5 geändert worden und jetzt müsst ihr diese halt immer wieder dann erweitern, wie das Ganze funktioniert. Das geht jetzt hier in den Bereich Itemherstellung. Da könnt ihr euch im Prinzip dann die Waffe aussuchen. Übrigens etwas, was immer noch sehr langsam ist. Also das Spiel ist sehr flüssig geworden, aber das Menü läuft bei mir echt schlecht. Also wirklich sehr langsam. So, nicht Herstellung, aber Upgrades. Und dort sollten wir jetzt Skippy finden. Unter Handfeuerwaffe, da ist sie. Und ja, gut, nicht genügend Komponenten. Aber ihr seht schon, oder wer sie schon vorher kannte, der hat gesehen, da konnte man nichts machen. Jetzt müsst ihr diese halt immer im Prinzip aufwerten und auf euer Level bringen. Ansonsten, geniale Waffe. Viel Spaß! Ja, das war's dann auch schon wieder. Have fun, euer Aboram hier auf meinem Kanal. Und ich gucke gleich, ob ich mit einem erneuten Spielladen euch nochmal die Bullet zeigen kann, nämlich den Original Skippy. Bei mir war es leider wieder leer. Kleiner Bug, immer noch nicht geändert. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ciao, ciao. So, meine Freunde, jetzt komme ich hier noch einmal von der anderen Seite rein und versuche das Ganze noch einmal mit Skippy, um euch zu zeigen, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Und hoffe jetzt, dass die Animation mit dabei ist. Versuch, die erste. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was?
zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache: Diebstahl. Besitzer: unbekannt. Lösungsvorschläge: keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bedam. Was? Bam, bedam. Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bedam. Bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Na gut, was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen. Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Schätze, ich nehme kätzchenliebender Pazifist. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam. Bam, bam, bedam, bam. Ugh. Modus eingestellt. Kätzchenliebender Pazifist. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. So, und damit habt ihr dieses jetzt auch geschafft. Dieses Mal mit Animation. Ihr könnt euch auch weiterhin auf viele coole Sprüche erfreuen. Wie gesagt, bei mir hat es jetzt A, Möglichkeit 1, um dieses Video zu sehen, neu laden. Das hat bei mir jetzt, habe ich jetzt durchgeführt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ihr im Prinzip nicht wie ich beim ersten Mal von der einen Seite reinkommt. Also ich bin oder habe dieses Missionsgebiet das erste Mal hier von der Straßenseite hier betreten, sondern ihr betretet das im Prinzip von der anderen Seite. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich drehe mich mal um. Okay. Zurück. Entschuldigung, war mein Fehler. Wer aufpassen kann, ist klar im Vorteil. So, hier ist der Eingang. Also nochmal. Kurzer Weg. Leiche. Kurzer Weg. Und der kurze Weg ist nämlich auf dieser Seite. Und ich bin ja vorne einfach jetzt nur hier rumgefahren und bin dann den langen Weg in die Gasse rein und habe ihn dann genommen. Also ich weiß nicht, ob es am Weg liegt oder am zweiten Mal laden. Ich bin aber der Meinung, als ich es damals hatte, bin ich dann auch sozusagen die lange Strecke gelaufen durch die Gasse und dann war die Animation nicht mit dabei. So, damit habe ich euch auch das nochmal mit dem Bug gezeigt, leider in der ersten Version, aber hier habt ihr doch nochmal das mit dem Video, sodass ihr auch Skippy einmal live sehen konntet. Ja, und ich habe mich zwar schon einmal verabschiedet, aber hier kommt mein finales Verabschieden. Herr Fun, euer Avoram. Und in der Videobeschreibung werde ich dann an dieser Stelle dann nochmal einen Zeitstempel setzen, sodass ihr jederzeit euch dieses Video per Zeitstempel noch einmal anschauen könnt. Ciao, ciao, euer Avoram.